Lancashire, eine Grafschaft im Nordwesten Englands. Hier stehen die Ruinen der Whitehaller Hall, einer ehemaligen Residenz aus dem späten 16. Jahrhundert. Der Ort hat den Ruf, ein Hotspot für Spuk und übernatürliche Erscheinungen zu sein. Viele Legenden haben hier ihren Ursprung. Um Whitehaller ranken sich viele Legenden. Von Feen über Frauen in Schwarz bis hin zu weißen Schatten, Figuren und Geräuschen. Es heißt, die Gutsherrin sei von ihrem Ehemann brutal ermordet worden. Er glaubte, sie habe ihn betrogen. Also ritt er mit seinen Jagdhunden zum Schloss zurück. An der Haupttreppe hetzte er seine Hunde auf die arme Frau, die sie in Stücke rissen. Das ist die Geschichte. Also in England gibt es wohl kein Schloss ohne den Hausgeist. Das hat eine zweifache Bedeutung. Was bedeutet es, wenn ein solcher Geist erscheint? Meist ist es ein Todesbote, das heißt, ein Mitglied der Familie wird sterben. Wie kommt es zu diesen Geistern? Was ist die Ursache? Das sollen laut Volksglauben Menschen sein, die eines unnatürlichen, gewaltsamen Todes gestorben sind. Wir haben es also mit dem Bereich der unerlösten Seelen zu tun. Im Januar 2023 will die britische Geisterjägergruppe die Geheimnisse der Ruinen erkunden. Sie haben sich gut vorbereitet. Wir begannen, wie wir es bei jeder Untersuchung tun, mit einem Rundgang um das Gebäude. Wir wollten sicherstellen, dass keine Leute da sind und dass es keine Störgeräusche oder Ähnliches gibt. Nachdem Vicky und ich alle Voruntersuchungen gemacht hatten, kamen die Paranormal Penny Pinchers dazu. Die Freunde Stacy und Sam, deren Hobby ist ebenfalls die Geisterjagd. Wir machten einen Rundgang. Stacy machte wie immer ein paar Fotos, um ein Gefühl für den Ort zu bekommen. Diese Aufnahmen werden noch für einige Überraschung sorgen. Gegen Abend ist die Gruppe wieder allein unterwegs. Dann haben wir eine vollständige Untersuchung mit verschiedenen Methoden durchgeführt. Standardausrüstung ist ein EMF-Meter. Dieses misst elektromagnetische Felder. Ausschläge können ein Indiz für paranormale Aktivität sein. Can you tell me, is this the lady I'm speaking to? Can you make the lights flash for yes, please? Is this a gentleman I'm speaking to? Thank you. Wir bekamen zunächst eine Menge EMF-Aktivität. Das Gerät schlug bei bestimmten Fragen aus. Es wurde also durch das EMF kommuniziert. Did you live here, sir? Yes. Wow, thank you. Wow, that's amazing. Was this your home? Yes. Danach hörten wir plötzlich ein Stöhnen. I'm not liking this. Wow. Right. Whoa. That was really cool. That was the other side of that wall. Ich war fest entschlossen, die Quelle dieser Geräusche zu finden. Auf dem Video sieht man, wie ich auf der anderen Seite der Wand nachschaue. We could hear it coming from. We literally just seen that. Anything? No. Da war gar nichts. Ich war frustriert, dass ich die Quelle der Geräusche nicht finden konnte. Doch dann. Whoa. Before him, like a figure, and just went woof straight across. Wow. And I've got it. Torture. I've got that on camera. Der Schatten, der da zu sehen war, schien aus der Wand zu kommen. Dort, wo all diese Geräusche herkamen. Und er ging einfach gerade hindurch.
Man sieht eindeutig, dass da ein Schatten ist. Und ich glaube auch ganz fest daran, gerade wenn jemand unter schlimmen Umständen gestorben ist, dass der einfach noch nicht ruhen kann und wird es wahrscheinlich auch sehr, sehr schwer ins Licht schaffen, ohne Hilfe. Und so zeigt sie sich erkenntlich. Als nächstes versucht die medial begabte Vicky, mit den Geistern Kontakt aufzunehmen. Wir haben die Estes-Methode benutzt. Das ist im Grunde sensorischer Reizentzug. Ich benutze ein monotones Geräusch über Kopfhörer, so kann ich mich besser konzentrieren. Dann verbindet man sich die Augen, damit man keine visuellen Hinweise bekommt. Das ist ein Hilfsmittel für Medien, um zu beweisen, dass die Antwort echt ist und nicht durch die Fragen ausgelöst wurde. Die Fragen werden an einem anderen Ort gestellt. Oder das Rauschen ist so laut, dass man sie nicht hören kann. If there's anybody here with us, can you let us know? Can you talk to Vicky? Here. Yeah. Are you male or female? If you can touch Vicky, if you can't talk, if you can touch her, let her know that you're present. I've got like a cold on my face, like a real like cold, like it was just blown in my face. Manchmal hört es sich so an, als ob man sich in einem überfüllten Raum befindet. Wir wollten herausfinden, wer genau zu uns spricht. Wir vermuten, dass es die Gutsherrin war, die von ihrem Mann getötet wurde. Wir glauben, dass wir mit ihr kommuniziert haben, aber da waren auch andere Seelen. Oh, breathing in my face. Oh. Stupid. In fact, one of the devices. Fuck off. Disgusting. Es gibt noch einen bestimmten männlichen Geist in den Y-Collar-Ruinen. Er kommt sehr plötzlich und wirkt ziemlich gewalttätig. Very abrupt, quite violent. Kill. Oh, horrible, horrible sound of somebody like being tortured. Es ist manchmal schwer, mit einer bestimmten Seele zu sprechen. Da können auch andere Geister sein. Solche, die gewalttätig wirken und dich verscheuchen wollen. Sorry, I'm not strike. No, no, it's not that. I've got a bite on my ear. Bite? Yeah. I'm not afraid of you. Wir glauben, dass dieser Geist der Mörder der Frau ist, deren Seele wir kontaktieren wollten. Wir werden das weiter erforschen. Wir glauben aber, er war's. But that's who we believe he is.